Servus Leute, willkommen bei mir Unrage und dem dritten Teil von Resident Evil Village. So, machen wir gleich weiter, wo wir aufgehört haben. Das Haus ist abbrannt, die Tussi ist gestorben, der Vater ist gestorben, bla bla bla, so viel Zeug. So, wir haben den Schraubenzieher gekriegt, deswegen können wir den hier gleich mal einsetzen. Und holen uns dieses kleine Stückchen Stein. Das Dämonenfragment. Na, schauen wir mal, was alles passiert. Was? Was? Wer schießt da? Ja, mach halt die Entriegelung auf, du Idiot! Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Hallo Miranda. Wer war? Schön, dich kennenzulernen. Was war das? Irgendwas, was gerne tötet, würde ich sagen. Wo ist der hin? Ist der explodiert oder was ist los bei dem? Okay, wir haben das Dämonenfragment, wir gehen zurück. Ich hoffe, hier ist kein Viech mehr. Sieht nicht so aus. Oh, wir kriegen noch mal einen Gesprächsstoff mit der Oma. Schauen wir mal, was da passiert. Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Okay. Ich glaube, dein Gebiss ist locker. Aber wer bin ich, der das hier sagt? Gell? Ja, wir gehen einfach mal weiter. Leute, da drin war, glaube ich, ein Speicherpunkt, oder? Ja, wir speichern hier mal bitte. Zack. Oh, nein, halt. Na, ich nehme neun. Dankeschön. So. Gut. Untersuchen. Den Dämonenfragment. Oh, Mann, ey. Zack. Das war noch eine neue. Zack. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Nur Blut und Tod. Na dann. Ach, nur Blut und Tod. Ja, cool. Ja, nee, Blut und Tod. Genau das, was wir wollen natürlich. Deswegen sind wir hier. Was denn sonst? Schöner feuchter Fels. Feuchter Fels. Trockener Fels. Fels. Harter Fels und weicher Fels. So. Was machen wir hier? Gibt's hier irgendwas? Ich schätze, wir müssen diesen Hebel drücken. Untersuchen. Wir untersuchen ihn mal. Sieh an, sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Wer bist du? Sollte ich sie kennen? Oh. Du bist nicht von hier. Umso besser. What the fuck? What the fuck? Du wirst Mutter Miranda gefallen. Ja, natürlich. Hau mich voll mit deinem Metall. Jetzt bin ich lebender Magnet geworden, oder was? Die mir einfach aufgespießt. Geh mich doch gleich, ganz ehrlich. Mir fehlt dir schon die halbe Hand. Unglaublich. Unglaublich. Hör auf zu jammern. Wir sind fast da. Ja, mir wurde ja nur die halbe Hand abgebissen. Du hast mir irgendwas in die Rippen gerammt. Und was weiß ich, was noch alles passiert. Aber ist ja nicht fair. Leid ist ja nicht vergleichbar. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasse den Sterblichen dem Haus Dimitrescu. Ich verspreche dir, dass du mein Leben verursachst. Du meinst. Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt, ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber
ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd doch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du kommst, Ethan Winters. Los geht's! Zehn! Neun! Lauf los! Sieben! Lauf los! Sechs! Fünf! Los! Vier! Drei! Warte halt zwei, nur! Ja, warte, Marvin! Eins! Ja, natürlich! Man läuft erst bei Null los, weißt, so läuft es heutzutage, weißt? Verfluchter Mist! Ja, halt da dein Maul, wer spielt losgelaufen. Gut so. Lauf um dein Leben! Oh Gott, nein! Tschüss! Los, ab mit dir! Los! Ist hier irgendwas? Weiter! Können wir überhaupt irgendwas aufsammeln? Oh Gott. Oh Gott. Hallo, Obi! Nein! Oh! Rutsche den doch! Los! Bei uns! Oh Gott! Du lebst noch? Beeindruckend! Oh nein! Nein, komm schon! Du hast auch alles an Fallen im Repertoire, was du anbieten kannst, oder? Los! Ich seh schon! Los! Da rein, los! Shit. Leck mich und dein Stalldeck! Oh Gott! Beachtlich! Ja. Die Geschichten über dich sind also wahr. Sind wir safe hier? Hier sind wir erstmal safe. Okay. Bitch, ich könnte auch einfach drauflaufen, aber okay. Ja. Oh, sieht auch nicht safe aus, Leute. Oh, du dachtest doch nicht, ich lasse dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Okay, wartet richtig. Geht doch nichts über frisches Hackfleisch. Alter. Das war knapp. Warte, haben die vielleicht Rose? Haben sie vielleicht was? Oh mein Gott. Ja. Es wird schwierig, würde ich sagen. Konnte ich da irgendwas machen oder war das bloß Licht? Ja, das war bloß Licht, okay. What the fuck, Leute? Oh Gott, da liegen schon wieder Leichen. Oh Gott, da sind schon wieder Stein. Überall Stein. Okay. Wo gehen wir hin? Boah, okay, da waren auch Stein, okay. Das ganze Ding. Denkt der jetzt, wir sind tot? Ist das jetzt so ein Ding? Und ich versuche das Ganze ja irgendwie ja mal mit der Story am Anfang zu verknüpfen. Und Leute, irgendwie sind es nicht genauso viele Viecher, also Typen jetzt in dem Fall, wie in der Geschichte vorkam. Also es war das Kind mit der Mutter, habe ich gesehen. Ich habe sowas Fischähnliches gesehen. Ich schätze, dass der Typ das Pferd sein soll, wegen dem Zahnrad. Ich habe auch gehört, es gibt Vampire. Das wird wahrscheinlich Lady Demiskris sein. Demiskris Crew, keine Ahnung. Bitte, ich nehme sie Demiskris. Und das könnte die Fledermaus sein.
Miranda ist der, die am Ende kommen ist, aber wer ist das sechsarmige Ding dann, ist die Frage, gell? Huh. Obwohl Miranda ja so sechsarmig war eigentlich, aber okay. Da ist noch was. Hopp, 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 hopp. Nix, okay. Gut. Ja. Was ist das bloß für ein kranker Ort? Ja, mei. Komm drüber hinweg. Was ist jetzt los? Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Oh mein Gott. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Okay. Cool. Suchst du nach etwas Oho! Endlich bekomme ich mal was Neues zu sehen. Was gibt's denn? Medizin. Umsonst? Hä? Ist es umsonst, Leute? Der Dietrich? Ist der umsonst? Tatsächlich, der war umsonst. Ja, geil. Okay. Ist es alles umsonst? Ist es alles umsonst? 30 Munition einfach umsonst? Da hattest du ein Auge drauf, was? Flintmunition, wieso nur 5? Oh, der löscht es nicht mehr umsonst, okay. Was ist das Waffenaccessoire? Ballerverblühen, hä? Oh, wir haben eine kleine Figur auf unserer Waffe. What the fuck? Okay, aber das ist jetzt, was ist das? Herstellung Flintmunition, Herstellung Scharfschutzmunition, Herstellung Minen. Ah, da können wir Baupläne kaufen. Ja, cool, was ist das? Zusatzkauf erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. 10.000. Waffe, Feuerkraft, Feuerrate, Lachen, Angriffsschwäche, Magazingröße. Ja, genau das gleiche, außer Feuerrate kann man nicht. Ich würde die Feuerkraft unserer Pistole gerne verbessern. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich ansteuern werde. Vielleicht sogar als erstes. Was kann man verkaufen? Ein Kristallschädel. Woher haben wir den Kristallschädel her? Keine Ahnung, wo der Kristallschädel herkommt. Kristallene Überreste einer scharfzinnigen Kreatur wertvoll. Also das heißt, ich kann es verkaufen. Ja, raus damit. Jo. Ja, bitte. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. Ich hoffe nicht, dass wir das gebraucht haben. Es stand wertvoll dran, also. Ich schätze nicht, dass alles, was wir brauchen, wenn. Sie ist als Investition, Ethan. Okay. Ja, ist wurscht, mehr braucht man nicht. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Schauen wir mal. Ganz ehrlich, wieso weiß jeder Depp, wie ich heiße und wer ich bin und was ich hier vorhab? Es kommt mir langsam echt so vor, als wäre das alles nur ein Traum. Und ganz ehrlich, ich habe ja nichts gegen Dicke. Ah, das ist schon ungesund. Das ist schon richtig ungesund. Du brauchst deinen ganzen Verkaufswagen nur, um dich da reinzulegen. Ist es dein Ernst? Ja, jetzt rauch noch eine Zigarre, ist okay. Die Inkarnation der Ungesundheit, so der. Aber gut, gehen wir ins Schloss. Ist das Schloss? Das ist schon das Schloss, Leute. Oh, warte mal, lass uns das mal von außen ausschauen. Ich muss sagen, das Spiel sieht bisher echt schön aus. Oh. Geh mal rein, Leute. Gucken wir mal, was uns erwartet. Drei schöne Frauen. Das ist so schön. Das sieht man doch gerne, wenn man reinkommt. Könnte Rose hier sein? Ja, hier jetzt wahrscheinlich nicht, weil hätte ich bestimmt schon gemerkt. 5. Februar, Redneck-Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Miranda treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke Geschäftsgespräch. Der macht also auch Geschäfte mit denen. Drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Okay. Oh, was ist da drin? Oh, man kann solche Dinge kaputt machen. Was ist das? Money! Oh. Oh, nichts passiert. Schade.
Generator ist aus. Vase. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Gibt's hier noch mehr zum kaputt machen? Gibt's hier noch mehr? Nee? Sieht nicht so aus. Okay. Wir hacken einfach alles zusammen. Was wir sehen, fertig. So, gehen wir weiter. Nichts. Okay, gut. Was ist da dran? Von der anderen Seite verriegelt. Natürlich. Was denn sonst? Was habe ich erwartet? Noch eine Vase. Zack! Das war ein Double Kill. Ja, okay. Gehen wir da lang. Nichts mehr. Schöne Halle. Hm? Was ist los? Will ich hier rein? Was sind das für Steine? Was ist da oben? Was ist hier drin? Was ist da hinten? Finde der vier Engels Antlitz und du wirst was? Oh, was? Suchst du nach Rose? Männliches Blut. What? Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Sind es die drei Töchter, oder? Wahrscheinlich, oder? Gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Was? Ja, Mutter. Ja, Mutter. Was? Was? Ändert jetzt das Spiel? Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später. Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Was? Hey. Ah! Nein! Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Geiles Dekolleté, geiler Hintern, aber nee. Lass mich! Jetzt scheint sie mal größer machen können. Aua. Ja, und wie kommst du jetzt herunter? Also ich muss schon sagen, der Protagonist ist einfach weit. Der lässt einfach alles mit sich machen. Alles. Der wehrt sich nicht, der macht nichts. Der ist mir wurscht. Oh nein. Nicht einfach. Nein, nicht einfach rausziehen. Nein. Die Hand ist da immer nur zur Hälfte da. Die sind doch völlig krank. Du bist doch auch total verblödet. Ja, haust den Ei von mir aus. Ja, einfach desinfizieren. Ja, einfach desinfizieren. Fertig. Es ist gleich verheilt. Eieieiei. Als ey, da kannst du doch nicht weiterleben. Wurde der nicht im ersten Teil schon irgendwie die halbe Hand verreckt oder so? Der ist ja auch kein Mensch mehr, oder nicht? War Ethan nicht auch schon irgendwie schon zum Übergang ins Übernatürliche oder irgendwas? Ah, scheiße. Ist das hart. Aua. Die lassen da aber auch gar keinen Freiraum. Eieieiei. Ah, meine Vase. Ah,
Scheiß Vasen. Oh Gott, ist die nackt? Wer hat sich da ausgezogen? Kann ich dabei sein? Dietrich? Und? Flintenmunition. Warte mal. So, weiß. War hier auf. Mein Glas. Wer das für was mach ich jetzt eigentlich? Genau, das war im Glas. Gut. Jetzt gehen wir weiter. Von der anderen Seite verschlossen. Ha! Scheiß Teller! Ich hasse Teller. Was ist das? Mädchen bei der Ernte. Was? Was? Mädchen bei der Ernte. Okay, cool. Okay, cool. Ich da raus. Ja. Schön, der Tunnel. Oh. Hallo. Oh, was ist das da hinten? Ist das eine Statue? Das ist eine Statue, oder? Ja, das ist eine Statue. So. Rostige Teile. Nix. Okay. Nix. Gut, gehen wir weiter. Ja. Was? Ring mit rostrotem Auge. Okay, cool. So, schauen wir mal weiter jetzt. Eieiei, dass du überhaupt nur ein Messer mit irgendwas halten kannst, das wundert mich schon. Chemikalien. Was ist hier? Kristallfragment? Wofür brauche ich Kristallfragmente? Oh. Okay. What the fuck? Wo haben sie Rose hingebracht? Ja, jetzt. Ich würde mal sagen, du solltest ja auch so einen gewissen Anteil Sorge um dich selber solltest du wohl auch machen. Ah, da sind wir gerade rausgekommen, okay. Also. Okay. Wir gehen hier lang. Oh, der Fetti ist wieder da. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Ja. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau. Nein. Die. Sieh dich doch mal dort um. Also ich habe das Gefühl, Miranda wäre da. Apropos umsehen, brauchst du irgendwas? Also wenn, dann würde ich ja erst sagen, wenn, dann ist es sie bei Miranda und nicht bei Lady Dimitrescu. Dimitrescu, er hat es gerade gesagt und ich habe schon wieder vergessen, verdammt. Oh, was zu speichern, perfekt. Perfekt, oh, wir haben was zum Speichern, geil. Gehen wir noch, wir gehen noch, hätte ich gesagt. Perfekt. Also, Nordhüns Labyrinth, Nordhün! Ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wandert umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweilig speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norstins 4 geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Krass, hat sich viel... Was ist das eigentlich? Ist das ein Schloss irgendwo? Mit... Kann ja nicht verwendet werden. Okay. Ah. Was haben aber wir denn? Gerne. Wir haben da dieses Glas aufgesammelt, das 100 Brot zum Verkaufen. Kristallfragmente. Wertvoll. Wertvoll, Leute. Und das Weinglas ist auch sehr wertvoll. Jo. Jo, weg damit, weg damit. Waren.
nicht waren. Oder ihr Bein. Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. What are you buying? Was ist das? Okay, gut. 2500 hätte man fast die Nachladegeschwindigkeit der Schrotflinte erhöhen können, oder? Nee, der Pistole, okay. Vielleicht könnte man, sagen wir noch was kaufen, ist die Frage, aber was braucht man gerade? Eigentlich gar nichts, oder? Feuerrate für die Flinte und Magazingröße für die Ding, brauchen wir eigentlich gar nichts davon gerade. Sonst, wir hätten eigentlich nur Erste Hilfe und einen Haufen Pistolenmunition haben wir inzwischen. Wow. Wir könnten die Schrotflinte verkaufen. Die bringt uns einen Haufen. Dann kann man die Pistole voll upgraden. Schönen Tag. Schönen Tag, dir auch. Wir auch noch. So, was müssen wir jetzt hier eigentlich machen? Was schauen wir jetzt erst das an? Oder? Warte mal, was war denn an der Tür gestanden? Finde der vier Engelsantlitz und du wirst errettet. Okay, errettet. Gut. Was sind das die vier Engel, schätze ich? Das ist eins, oder? Der Engel der Freude schaut zu, neben ihm Worte der Weisheit. Oh Gott, jetzt wird das so ein Suchrätsel. Oh, ich hasse es. Was ist das? Der Engel der Verzückung ergötzt sich an Kunstwerken, gut behütet hinter einer güldenen Tür. So, der Engel des Zorns sieht wütend von oben herab. Und der Engel der Trauer schluchzt in dunkler Tiefe. Cool. Da sind wir vorhin reingegangen? Nee, oder? Ah ja, hier ist die Basis schon kaputt. Ah ja, von hier sind wir vorhin rausgegangen. Ja, stimmt. Okay. Da ist das, was ist... Von da sind wir da vorne auch rauskommen, ja klar. Okay, hier müssen wir lang, Leute. Irgendwo hier müssen Gesichter sein. Nix. Gut, ist da hinten noch was? Nee. Was ist das für Tür? Was ist das für ein Schrank? Was ist da drin? Pistolenmunition. Yes. Aufschließen. Ach, wir sind wieder hier oben. Naja, zurück können wir eh nicht. Wahrscheinlich. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Nichts. Was ist hier? Eine Tasse? Eine blutige Tasse. Okay, ein schöner Lippenstift. Ja. Blut. Okay, cool. Eine Vase! Bam! Money! Was ist da noch mein Schrank? Was ist da drin? Nix. Okay. Also müssen wir Treppen steigen? Jetzt müssen wir auch noch Treppen steigen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ist hier was? Was ist das? Gleich in den ersten Raum reinlaufen. Nicht umschauen. Gleich rein. Was ist das? Gib ich gar nicht. Ich höre nichts. Also solange ich nichts höre an bedrohlicher Melodie, denke ich mal, wir sind safe, Leute. Okay? Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss, die Miskru, reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alkina de Miskru erweiterte traditionelle Verfahren um ihre eigene Methoden der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Ha! Schenkelklatsche. Er lagert an einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist, okay? Really? Was ist das? Was muss ich das einsetzen? Kann ich nichts einsetzen. Okay, ich schätze nicht, dass das Familienfoto da rein kann. War es das? Sonst war hier nichts, oder? Kann ich die kann ich auch nicht kaputt machen. Okay. Gehen wir weiter, Leute. Gehen wir da lang. Was hier? Nix. Zack. Nehmen 200. Was hier? Natürlich. Natürlich. Was ist hier? Schießpulver, okay. Ah, da hinten ist auch noch eine Wasser. Gehen wir hier lang. Oh, ein Schrank. Mit nichts. Vase, enttäuscht mich nicht. Na, okay. Alles okay. Alles okay. Ich habe ein Auge. Das kann so nicht verwendet werden. Kann ich das rausnehmen? Untersuchen? Jo, ich kann es tatsächlich. Nice, rostet das Auge. So. Habe ich den Ring auch noch? Zack. Blobster, nein. Easy.
So. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, nein, 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 Scheiß. Die geht. Oh nein, oh, oh nein. Bitte geh, bitte geh. Ich habe lange schnell. Keinen Mann mehr aufgeschleppt. Oh mein, ich muss. Schlitz dich auf. Familienfoto, setz dein. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Ist hier irgendwas? Ich glaube, ich muss rennen. Also, ich schätze, ich muss rennen. Also. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Und runter geht's! Okay, okay, wir sind in Sicherheit. Okay, Text. Was will ich jetzt mit Text erschmalen? Sind wir in Sicherheit? Als ob die da mit ihrem Mod nicht einfach runterfliegen könnte oder was weiß ich, Skarabäuskäfer, keine Ahnung, das ist wie bei Mumie, wo die da ganze Zeit. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. War schon etwas merkwürdig, glaube ich. 23. Juni 1948. Ich arbeite jetzt seit Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, einer der Dienstmagd, hat irgendwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gäste springen. Ich will nach Hause. 8. Juli 1958, weiß ich mehr weiter. Die Komitessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei, ich soll das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Krass. Krass. Okay. Leute, wir sind jetzt aber auch schon wieder bei einer halben Stunde. Deswegen werde ich die Folge hier beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gibt es ein Like. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich weiß es, Support ist kein Mod. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.